E-Sus-Akkord und spürst aber nur die hohen drei Saiten, G, H und E. Du greifst mit dem zweiten Finger das A und mit dem vierten das D. Und die Rhythmik geht so, diese Vierteln sind immer gleich, sollten aber staccato gespielt werden. Das heißt, du musst dann wieder immer dämpfen. Und die G-Seiten klingt lang und die spielst so. Beim ersten Mal spielst du alle drei und dann ist es immer rhythmisch versetzt. Mach's noch langsamer. So. Und dann, wenn du das zweimal so gespielt hast, kannst du das noch zweimal mit einem E-Dur-Akkord spielen. Also das ist eh schon E7. Das ist E-Sus. Und du bist mit dem alle und mit den zwei Seiten daher. Du hast einen E7-Akkord und machst einmal ganz langsam. Das eigentliche Grund, das Thema, das Riff sozusagen. Das Riff geht im Prinzip so. Der Trick dabei ist der, du spürst jetzt das Bassriff und dazu kommt immer oben das D und das E, also E7-Akkord. Bleibt in Vierteln. Dadurch, dass der Finger jetzt da ist, musst du da jetzt anders greifen, als wenn du das so spürst. Du musst jetzt immer ein bisschen anders. Ich spiele. Das wird ein bisschen rhythmischer dadurch. Das ist, glaube ich, ganz gut und ich glaube, der Emanuel macht das auch so.